Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, das Auto ist wieder in einem Top-Zustand. Hier habe ich eine Tür mit Bleischicht dran gemacht, die konnte ich mir noch leisten. Ansonsten, ja, ein paar Ersatzteile sind dran. Ja, die gepanzerten Platten haben letztes Mal wunderbar gelitten. Da müssen wir mal schauen. So, wir haben noch ein bisschen was zu erforschen. Schauen wir mal. Größerer Materieregenerator. Oh, den können wir jetzt sogar machen. Oh, das kostet aber viele Sumpfeier. Haben wir die nicht für was anderes gebraucht? Ich dachte, die braucht man noch für was anderes. Oh, jetzt habe ich so viele extra herbekommen. Das ist ein Analysemodul, brauche ich erstmal nicht. Der Knotenpunkt-Restabilisator. Oh, der braucht 60 Thermosaftkristalle. Und diese Kristalle braucht man doch eigentlich auch für den Lim-Shield-Limiter, wo wir seit drei Episoden versuchen, die Ressourcen dafür zu kriegen. Irgendwie. Hier haben wir einen thermalen Staubsauger. Oh, der braucht auch Thermosaft zum Herstellen. Dann macht man das auch nicht. Scheinwerfer verstärkt. Abgeschirmter Scheinwerfer. Na gut, die Energiehammer. Dann ist das schon mal erforscht. Ja. Und schon sind wir eine Blaupause schlauer. Dann würde ich trotzdem sagen, gepanzerte Platte hier. Lohnt sich mal, die selber machen zu können. Bis jetzt können wir nur die gepanzerten Türen. Macht das Ersatzteile beschaffen etwas angenehmer. Falls wir denn welche brauchen. Ansonsten hat das letzte Mal übrigens war keine Wackelwrack-Anomalie. Das war. Deswegen können wir bei der Batterienforschung noch nicht weitermachen. Ich habe nochmal nachgegoogelt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es aussieht. Und da sind wir auch schon öfter dran vorbeigefahren. Ist in den frühen Zonen noch. So, das braucht man gerade nicht. Das braucht man gerade auch nicht. Obwohl hier beschädigte Energie. Nee, Stampferanomalie. Oh je, was ist das jetzt? Dann würde ich trotzdem sagen, dass dieser größere Materieregenerator doch lohnt. Trotzdem Sumpfeierverschleiß. Würde ich sagen. Machen wir den mal ein bisschen größer. Mal sehen, was wir dann alles reinbekommen. Ich hoffe, das lohnt sich und das ist nicht nur eine Tür. Okay, das sieht schon mal richtig groß aus. Wo muss ich denn da überhaupt drauf zugreifen? Hallo? Ja. Das ist definitiv besser. Haben wir sogar hier Platz für Lämpchen. Extra Platz für Lämpchen. So, die zwei Reifen kriege ich immer noch nicht zusammen rein. Das finde ich schade. Also zumindest so ist der Platz perfekt genutzt. Aber hier würden auch Bleche reingehen. Da geht auf jeden Fall eine Tür rein. Da sind übrigens die ganzen gepanzerten Türen, die da jetzt nicht mehr ran sind. Weil die wollte ich auch nicht reparieren. Das lohnt sich irgendwie nicht. So, eine. Und die zweite. Die können wir auf jeden Fall nochmal reintun. Ich glaube, das hat sich richtig gelohnt, die Sumpfeier dafür zu opfern. So. Das passt hier unten noch hin. So, noch eine Tür. Dann haben wir hier noch und hier noch. Das wird für Stoßstangen und so weiter dann interessant. Was haben wir noch drin? Limpuls in Mitte und eine gepanzerte Platte. Schau mal, dass man die noch irgendwie reinbekommt. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, würde mal sagen, das passt. Also das freut mich. Haben wir irgendwo noch Teile, die repariert werden können? Lasst mich denken, nee, ich glaube erstmal nicht. Hier so Limmagneten müssen wir auch irgendwann machen. Ich weiß nicht, wo man die findet, aber so eine fortschrittliche Antenne wäre schon nice. Die wir hier aufs Dach machen. Ansonsten, wir können den Olympiumbrenner machen. Der ist wahrscheinlich zum Autoreparieren richtig gut. Werden wir uns wahrscheinlich eine Weile lang noch nicht craften können, weil das irgendwelche Sonderressourcen braucht. Olympiumfragmente und Sumpfeier, natürlich. Braucht alle Sumpfeier. Aber wir haben unser Ressourcenradar, wählen eine Route aus und dann geht's an die Thermosaftkristalle. Ausgerüstet ist alles. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Hier, das sieht doch heiß aus, würde ich sagen. Fahren wir vielleicht mal hier durch. Schneller Sturm, oh je. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Knotenpunkt. Dann können wir hier durch die mittlere Zone durchfahren und hoffen, dass unser Auto das überlebt. Ich nehme vielleicht noch einen Schweißbrenner mit. Gut, der kostet jetzt auch 80 Sumpfeier. Leck mich am Arsch. Meine Herren. Sumpfeier, die wir aufgesammelt haben, sind praktisch schon alle weg. Ich habe diesmal auch mehr Hilfe-Items mitgenommen. Bietet sich irgendwie an. Ich weiß auch nicht, wieso. So, Auto im guten Zustand, hoffe ich. Ich wollte doch diesmal zuerst starten, bevor ich loslege.
Ah, einen Moment noch. Wir haben Macken im Auto und wir haben Zugriff auf das Elektriker-Kit. Das ist mir vorhin noch beim Reparieren aufgefallen. Müssen wir schauen, wo das ist. Nicht bei der Lademaschine. Boah. Irgendwo war es in Richtung Mechaniker-Kit. Wo auch immer die sich verstecken. Können wir uns vielleicht jetzt nicht mehr leisten. Oder habe ich schon gemacht? Nee, eigentlich versuche ich hier nichts ohne euch zu craften. Komm schon, irgendwo, was ist denn das? Ereignisübersicht und Knotenpunkt Umfahrung. Ja, das wird sich auch lohnen. Da brauchen wir aber Limmmagneten. Lasst mich lügen. Wo war das jetzt nochmal? Ich war mir felsenfest sicher, ich habe vorhin irgendwie hier beim Durchstöbern und mal planen, was wir heute machen, gefunden, dass wir das Elektriker-Kit machen können. Blitzableiter? Nee, das können wir noch nicht machen. Da braucht man die Wackelwrack-Anomalie. Automatisches Parksystem. Sprunghampler. Fragt mich auch, was dieses automatische Parksystem eigentlich macht. Okay. Also ich finde es nicht. Das tut mir jetzt leid. Ich dachte, wir hätten das irgendwo hier. Schauen wir mal, ob wir ein Elektriker-Kit einfach so machen können. Ja, können wir. Das kostet gar nicht so viel. Vielleicht haben wir es letztes Mal freigeschalten und ich habe es nicht gesehen. So, Macken. Wir haben Lösungen. Elektriker-Kit auswählen. Auf jeden Fall beheben. Ui, das sieht immer so cool aus. So, keine Lösung. Ja, ja, Diagnose erforderlich. Das ist richtige komische Spielmechanik, mag ich nicht. Aber zumindest hier die zwei sind behoben. War jetzt eigentlich nicht so schlimm, die Macken, aber zumindest zwei weniger. Kann sich das Auto kaum beschweren. So, diesmal Motor starten. Und los geht's. Na, diesmal verhalten sich die Reifen gut. Ich habe extra drauf geachtet, dass die nicht kaputt sind, bevor wir losfahren. Das schaue ich eigentlich sonst auch immer, aber so einen Platten übersieht man leicht und sobald man losfährt, merkt man das. Hey, mein Auto lenkt nach links oder rechts. Das kann nicht gesund sein. Genau, dann, was habe ich gesagt? Wir fahren hier rüber. Oh je. Dann haben wir aber zuerst mal eine schön einfache Zone. Da, ja, würde ich sagen, füllen wir uns die Tasche mal mit der notwendigen Energie, am Ende schnell rauszukommen. Da ist noch eine Tonbandaufnahme, die interessiert mich im Moment nicht. So. Oh. Gang einlegen brauche ich ja nicht. War ja schon eingelegt. So, dann nur zum Wegpunkt und dann würde ich direkt sagen, haben wir die Energie und dann geht's direkt weiter. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig hier rum. Hier ist dann wieder so ein Kackwetter. Und überall Geysire, Container. Ich wollte doch nicht in die Luft gehen. Zumindest nicht so früh. So, wir haben aber die richtige Straße erwischt. Manchmal klappt das trotz Wegpunkt nicht, aber ich bin ganz zufrieden. Oh, 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 oh. Das hätte mich aber beinahe zerfleischt. Ich sollte wohl ein bisschen besser aufpassen, wo ich hinfahre. Naja. Echt, dass die Zone schon so krass ist, hätte ich aber nicht gedacht. Ist doch noch im Anfangsgebiet. Und schon ordentlich weit weg der Wegpunkt. Ich glaube, das ist eine. Das ist eine Wackelwrack-Anomalie. Wir haben sie. Jungs, wir haben sie. Ja. Endlich. Ah. Ja, diese Scheißteile habe ich natürlich nie gescannt. Wollt ja schnellstmöglich weg davon. Und ich habe so einzelne Autos schon verdächtig, hier so ein Wackelwrack zu sein. So. Die Ressource nehmen wir uns. Wieso ist Gefahr? Wo ist Gefahr? Ich sehe nichts. So, Plasmaverschrotter. Bisschen Stahl muss hier sein. Achso, ich kann das hier nicht einfach aufsaugen. Beziehungsweise ich habe einen Sauger. Jo, hier mit dem ganzen Zeug. Ich glaube, wir müssen auch noch die Funktionen mappen.
Also hier zum Beispiel auf F ändern, Ressourcenradar, Optionen auswählen. Okay, mit F, dann würde jetzt nicht verbrauchen, sondern später in der mittleren Zone, wo man die Thermosaftkristalle hoffentlich herbekommt. So, Wegpunkt ist da rechts, ich sehe es auch schon. Ich glaube, dann können wir einfach hier anhalten, Gang einlegen, beziehungsweise auf Parken stellen. Und dann nehme ich mal die Beine in die Hand. Komm schon, komm schon, komm schon. Kann ich schon im ersten Gebiet mein ganzes Dosenessen verbrauchen, weil ich hier halbwegs schon draufgegangen bin. Na, so schlimm ist nicht. Es könnte schlimmer sein. So. Es könnte auch viel besser sein. Okay. Nach oben und durch Strom. Ja, ja, ja. Richtig genial. Super. Das mag mein Auto. Ohne abgeschirmte Platte, ohne alles. Super. Ja, nochmal nach oben. Dankeschön. Dankeschön. Nochmal nach oben. Ei. Fängt ja gut los hier. Fängt ja gut los. So, hier. Ich glaube, die Energie reicht schon. Links haben wir irgendwo noch einen kleinen, wird mir angezeigt. Aber der ist ja winzig. Der ist ja winzig. Ey, ich meine, der ist ganz, ganz groß. Größer, den ich je gesehen habe. So, dann nehmen wir einfach die Straße jetzt nach links. Da ist doch noch ein Wackelfrack. Und ich such's die ganze Zeit. Naja, wenn man weiß, was es ist, hilft's ja auch. So, wir fahren jetzt auf das Waldstück hier. Müssen eher auf die Straße, die jetzt hoffentlich wieder auftaucht. Und dann ab ins nächste Gebiet. Sei denn, wir sehen einen Truck, den würde ich noch looten. Na, hätte man wahrscheinlich die Geschwindigkeit hier mitnehmen können. Hätte vielleicht Spaß gemacht. Müssen nicht so lange tuckern. Ist ein ganz schön weiter Weg heute. Da vorne ist nochmal ein Entführer. Und was uns anbrutzeln will. Gleich nimmt der Entführer uns ein bisschen mit. Hi. Einmal nach vorne, bitte. Nach vorne. Ja, so ungefähr. Danke. Das reicht schon. Das reicht schon. Alter. Das reicht. Danke. Nächstes Mal nicht gegen zwei Hindernisse schleudern. Meine arme Stoßstange. Ja, für eine erste Zone doch gerade relativ krass. Zumindest vom Wuselfaktor hier um mich herum. So. Da wollen wir auch schnell vorbei. Mobile Straßenblockade, obwohl so mobil sah das gar nicht mehr aus. Ich glaube, wenn ich einen Platten bekomme, dann bin ich eine mobile. Da ist noch ein Wackelfrack. Ja, kann das denn wahr sein? Wir fahren jetzt einfach durch. War eine scheiß Idee. Seht euch das Auto an. Seht euch das Auto an. Boah. Da müssen wir erstmal nachlackieren. Habe ich zum Glück mehr als genügend. Ich habe was dabei. Mehr als genügend ist immer relativ. Boah, nehmen wir es mal mit. Hui. Ja, macht Spaß. Könnte man mehr von den Dingern überall gebrauchen. Und hui in den Ladescreen. Okay, die Zone ist auch noch relativ harmlos. Da schau mal, ob die eine Reparaturstation finden. Ja, komm schon, Ladespiel. Ja, das geht. Muss ich nicht skippen. War schnell genug, hoffe ich zumindest. Aber echt viel gibt's hier nicht. Und Reparaturstationen sehe ich leider nicht. Batterieprobleme und extreme Bedingungen. Na gut, das ist ganz normal für ein Auto in deinem Alter, dass man mal hier Batterieprobleme hat. Wir fahren einfach im direkten Weg den Hügel runter. Kann ja gar nichts schief gehen. Zumindest wenn man nicht drüber nachdenken. Ne, ich habe zu viel gedacht, deswegen ist es ein bisschen schief gegangen. So, was lag denn? War da ein Thermosaftkristall, den ich übersehen habe? Jo, das ist jetzt scheiße, wir hängen fest. Super! Und ich wollte doch nicht denken. Auto? Da ist Auto.
Nie mag's, wenn es teleportiert wird. Wollte ich das nicht reparieren? Ein Glück sind wir noch irgendwie reingeschlittert. Sah gerade nicht so aus, als ob wir da noch bequem einsteigen können. Oh. Was ist denn heute los mit mir? Ich glaube, ich muss hier nochmal die Pacific Drive Fahrprüfung bestehen. Wieso stehen wir jetzt ab? Okay, wir drehen uns. Können wir uns auch wieder umdrehen? Ja! Na also, wo sind wir denn? Am Arsch! Wir sind am Arsch! Ja, bald haben wir eine Straße erreicht. Nächstes Mal fahren wir, obwohl nie. So wie das aussieht, hätten wir ja komplett außen rumfahren müssen. Das macht man nicht. Das geht schön auf die Stoßstangen. Dafür haben wir sie ja. Dafür haben wir sie ja. Leck mich. So, Auto reparieren. Irgendwie das Auto reparieren. Was haben wir denn da? Erstmal die Malerkits verwenden. Also nicht die Kinder, sondern die Kids. Ja, versteht ihr schon, was ich meine. Die Eimer hier. So, wie geht's den Lampen? Gar nicht gut. Warum soll's denen auch gut gehen? Ich glaube, für den einen bräuchte man sogar einen Ersatzglühbirnen-Kit. So. Schön, schön alles einpinseln, was ich schon versaut habe. Seitliche Batterie ist am Arsch. Na, da gehört sie auch nicht hin. Alter, wir sollten uns nicht so oft überschlagen. Das ist nicht gut. So, und das in der ersten Zone. Wir sind ja noch nicht mal in den Schlimmen. Die kommen alle noch. Na gut. So, dass nichts passiert. Ja, was soll's, den Reifen auch noch und dann ist das Kit weg. Das ist in Ordnung. So, ja, ja, Batterieprobleme voraus. Wir sind ja bald raus aus der Zone. Wie eigentlich? Ah, da oben. Na gut, wir sammeln erstmal die Energie auf, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Ja. Ja, Crash-Test-Dummies. Dummies. Ja, so dumm sind die gar nicht. Die sind eher gefährlich. So, da ist es. Und hier geht ja alles jetzt schon hoch. Es wird ja alles, ja, zweimal alles gesagt. Wird doch noch viel schlimmer, wenn ich das Teil jetzt mopse. Naja, ja, probieren's. Ich nehme das. Da wollten die mich aber wieder erschrecken. Hat nur mittelgut geklappt. So. Haben zumindest vernünftig weit weggeparkt. Das ist schon mal gut. Und gerade so am Limit mit dem Saft. Das heißt, das holen wir als nächstes. Gang. Und vorwärts. Die Frage, querfeldein wäre wahrscheinlich gut, solange es kein Hang ist. Hey, ein Wackelwrack ist vor uns, glaube ich. Oder nur eine Straßensperre. Oh, das war nur Felsen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut hier. Nein, ich will nicht in den Strom. Ich will nicht in den Strom, aber danke der Nachfrage. Ist immer nett, wenn man gefragt wird. Ist es auf einem Berg drauf? Wäre aber doof. Will doch jetzt nicht auf den Berg. Na gut, wir fahren vorne mal nach links. Da muss es zumindest eine Brücke geben. Au. Ist ja gut mit euren Stromteilen hier. Was ist das vor uns? Nix, was ich großartig sehe. Gut, bisschen Strom haben wir ja. So, jetzt müssen wir theoretisch nach links. Da sehe ich auch eine Brücke. Na, sonst sehe ich halt relativ wenig. Ich glaube, wir können hier... bisschen steil, was? Interessant, dass das Auto noch vorwärts fährt. Ja, jetzt hört es auf mit dem Vorwärtsfahren. Ich bin nicht sonderlich schockiert. Vielleicht kann man andere Seite hoch. Das sieht flacher aus. Und wir müssen ja nur auf Brückenhöhe kommen. Und runterwärts ist einfach. Das haben wir am Anfang hier in der Zone schon festgestellt. Runter geht einfach. Nicht unbedingt
Effektiv. So, wenn ich sage, mein Auto steckt jetzt hier fest. So, geht gar nichts mehr. Ui. Okay. Wieso machst du das? Und dann sage, ui, ui, ui. Mein Auto, das ist, hätte man gar nicht so weit hochfahren müssen. Teleport jetzt mal hier hin. Hallo? Das geht nicht. Ist zu weit weg. Na gut. Ah, hier kommen wir doch hin. Ja, ja. Ich hab doch halt eine Handbremse. Habe ich zwar nicht gezogen, aber ich wollte es mal erwähnen, dass ich eine habe. Au, au. Wenigstens ist das Unwetter weg. Wenigstens ist das Unwetter weg. Komm schon. Du musst schon was tun für deinen Energiedurst. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Wir haben's. Alter. Das Auto leidet ja unter mir heute. Und wir haben Platten rechts. Vielleicht auch einen zweiten. Ja, den müssen wir abdichten, sobald wir anhalten. Haben wir das da vorne eigentlich schon gescannt? So einen blitzenden Hüpfer, der direkt auf uns zukommt. Ja, ich glaube. Ich glaube. Na gut, mach mal kurz ein Abdichtkit. In der Werkbank am besten. Das sieht scheiße aus. Kein Abdichtkit für uns. Ja. Das ist Pech, wenn man nicht lootet, wa? Na gut. Am Plattenreifen ist noch niemand gestorben. Aus den Folgen davon eventuell. Naja, vielleicht findet man noch ein paar Ressourcen. So schlimm ist es ja hier noch nicht. Ideal ist anders. Ah, da war zum Beispiel ein Auto, das können wir doch looten. Es sind zwar die Puppen da, die können wir aber noch zerstören. Und das Teil ist da. So. Wo ist mein Zerstörer, der zerstört? Ja. Hoffentlich ist da genügend dabei. So viel braucht ein Abdichtkit eigentlich nicht. Boah, das sind doch wieder schöne Geräusche da. So. Und dann am besten alles wieder einsaugen. Und schon hier, ihr Ressourcen. So, Abdichtkit bitte. Ein Abdichtkit. Aha. Klebebandgummi und Glasscherben. So wollte ich das sehen. Und abgedichtet. Jetzt können wir wieder vernünftig weiterfahren. Das ist doch super. So, und irgendwo links werde ich was mopsen. Und dann geht's raus aus der Zone. Vielleicht wird es sich hier auch anbieten, einfach zu Fuß zu gehen. Ich drehe das Auto schon mal um. Ach, wofür haben wir ein Auto? Da müssen wir nicht zu Fuß gehen. Da müssen wir doch nicht zu Fuß gehen. Das klappt doch alles wunderbar. Habe ich meine Stoßstange eigentlich repariert? Ich hoffe mal. So. Hab das Gefühl, mein Auto fliegt gleich wieder in die Luft. Fänd ich uncool. Ich kenne das Spiel leider schon ein bisschen. Oh, Elektrodinger sind auch nicht willkommen. Komm, mach mal Platz hier. So. Au, 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 au. Ich dachte, ich bin... Na, war nicht weit genug davon entfernt. Oh, hey, unsere Batterie tut ja noch ein bisschen. Meine Gesundheit aber nicht. Scheiße. Ich heile nicht, während wir hier die Klippe runterstürzen. Diesmal ist es aber ein kontrollierter Abstoß. Absturz. Sind ja nicht beim Fußball. Vielleicht doch ein bisschen beim Fußball. Unkontrollierter Abstoß. Dreh dich um. Ja. Gar nichts passiert. Nach links. Weiter nach links. Oh, ein Truck. Wie schön.
Hätte mal beinahe übersehen, wäre man nicht hier lang gefahren. Na, schauen wir mal nach, was drin ist. Signalpistole und verschiedene Lacke. So, tun wir alle da rein. So, das, die paar Sachen hier. Fackeln lassen sich stapeln. Ja, ja, ich weiß, mir geht's gerade nicht so. Deswegen steigt man jetzt ja auch wieder ein. Und schnell in die noch gefährlichere Zone. Vielleicht breche ich diesmal nach der ersten Zone ab und sage, ach, bevor das Auto nicht mehr zurückgeht, geh mal lieber in der Zone dann schon raus. Aber wir müssen eigentlich noch die Thermosaftkristalle ausprobieren. So, und hier ist echt nichts, was mein Auto reparieren will. Das ist doch bitter. Das ist einfach bitter. So, Wegpunkt ist gesetzt. Ihr könnt es am Ende der Zone wahrscheinlich auch reparieren. Obwohl, machen wir es in der nächsten, weil hier gibt es ja Probleme mit der Batterie. Die ist ziemlich entladen und für das Ressourcending braucht man zumindest Batterie. Ja. Wir werden schon irgendwie schaffen. Da war ein Tanklasser, das wäre auch nicht das Schlechteste gewesen, nochmal voll zu machen. Aber vielleicht greife ich mal den großen Kanister, der bei uns immer zum Zuschauen mitfährt. Vielleicht greife ich noch kurz auf den zurück, dann machen wir das Auto wieder flott für die nächste Zone und machen nicht mehr so einen Scheiß wie hier. So. Ja. Ja, zumindest ist die nicht so schlimm. Da kann man ein bisschen was looten an Thermokristallen, hoffe ich zumindest. Aber erstmal reparieren wir unser Auto. Und dann nichts wie weg hier. So. Achso, ich muss mich natürlich auch heilen. Konserve. Konserve. Medikit. So, hier haben wir doch einen Benzinkanister. Okay, will den eigentlich ausrüsten, um voll zu tanken. Ja, deswegen haben wir ihn dabei. Find auch, die Benzin-Upgrades sind bis jetzt nicht wirklich notwendig, weil Benzin hat man echt genug da. So, der kommt nach oben rein. Wie sieht's eigentlich mit der Batterie aus? Scheiße. Gut. Also nicht gut, aber dagegen haben wir auch was. Müssten der ein bisschen auf die Sprünge helfen. Na komm. Oh, mein Plasmaladegerät hat auch nicht mehr viel Saft. Ja, das geht gleich down. Und hier haben wir noch eine seitliche Batterie. Oh, die ist voll. Na gut. Dann würde ich sagen, kommt das mal da rein. Ausnahmsweise, das kommt da hin. Signalpistole auch. Bla bla bla. Haben wir genügend Platz. Darin soll es... Scheiße. Soll es nicht scheitern. Ich wollte mir das doch nicht mehr über die Rübe ziehen. Stoßstange ist so mittel. Scheinwerfer haben wir nur ein. Haben wir ein Ersatzglühbirnen-Kit? Ich glaube nicht. Glühbirne, Glühbirne, Glühbirne. Primitiver Scheinwerfer können wir sogar machen. Dann lohnt es sich vielleicht gar nicht, den immer zu reparieren. Ah, den brauche ich nicht mehr. Wenn es halt so billig zu machen ist. Mensch, die Lache geht mir hier schon wieder auf den Sack. Das hört sich wieder so gefährlich an. Okay. Achso, das ist ein primitiver... Ah, das andere war normale Scheinwerfer. Ich verstehe das Problem. So, dann würde ich sagen, Ressourcenscanner an mit F. Ja. Und das sehe ich jetzt nicht auf der Karte. Dann ist unser Ziel erstmal das. Und wieso kann ich nicht durch die Portale? Ich muss unbedingt weiter. Ah nee, ich glaube, weil ich noch nicht in der Zone bin. Weiß nicht, wie Thermosaftkristalle auszusehen haben. Vielleicht so wie das bei uns vorne. Ach, das wird nicht permanent angezeigt. Na, warum auch? Wir brauchen 60 Stück. Und was kriegt man hier raus? Lass mal kurz probieren. Das ist ja alles schon wieder so verseucht. Oder war das nur ein Auto? Das war, glaube ich, nur ein Auto. Na, das bringt dann gar nichts. Wiss mal Bescheid. Haben uns Strahlung ausgesetzt, das werden wir später bereuen. Ja, dann scanne ich einfach nochmal. Vielleicht, wenn wir ein bisschen näher drin sind. Da ist ein Truck, also den Scanner finde ich schon mal gut.
Scheiße, da wollte ich doch nicht durchfahren. Mist. Ja, normales Auto. So ein Auto. Na, das hat ja nichts mit Thermosaft zu tun. Shit. Hätte mir davor anschauen sollen, wie das Icon aussieht, aber so ungefähr habe ich es im Kopf. Da ist es zum Beispiel. Thermosaftkristalle. Wunderbar. So, noch 60 Stück brauchen wir. Nee, noch 30. Wir brauchen insgesamt 30, also. Hält sich in Grenzen. So. Können wir aufhebeln. Fackel. Sonst sehen wir ja nichts. Schwarzer Lack. Sehr gut. Chemikalien. Sehr gut. Werkzeugkiste. Naja, geht so. Laborcomputer brauche ich gerade nicht. Ich brauche doch Thermosaft. Alles, was du mir legal geben kannst, Spiel. Ja. Da hinten vielleicht. Das sieht doch gut aus bei diesen roten Bällchen. Hoffe ich zumindest. So, die können wir da liegen lassen. Können wir ja eh nicht mitnehmen. Gang und Losgang. Ja, ich weiß, das macht keinen Sinn. Eidechsen? Was sind denn Eidechsen? Au. Ah, das sind diese Sumpfdinger. Warum denn nicht? Staubsaugerhammer. Und die Zone ist relativ ruhig. Bis jetzt zumindest. Hui, kommt alle hier. Echt keine mehr. Doch, da. Echt schade, dass man die nicht einfach kaputt brechen kann. Oh nee, da ist so ein Teil. Ich hoffe, das entdeckt mein Auto nicht. Ja, mit den Eiern. Na, da können wir uns ein Autoreparaturkit wieder von bauen. Ist das nicht toll? So, und dann sieht's mau aus. Da hinten vielleicht noch? Nö, da sind auch nur die roten Dinger. Echt irritierend, wo wir die ganzen Thermokristalle hinbekommen. Wenn wir diesmal nicht genügend finden, würde ich einfach... Nein, lass mein Auto in Ruhe. Lass mein Auto in Ruhe, das ist doch ein Relikt. So, nimm die Fackel und sei glücklich. Ah, oh, nicht meine Scheinwerfer. Ich hasse diese Teile. So, nochmal was scannen. Da sind nochmal Sumpfdinger. Suche aber Thermokristalle. Da hinten vielleicht, da ist eine Ressource, die ich nicht kenne. Keine Ahnung, was das ist. Viermal irgendwas. Ja, die Dinger müssen wir ausweichen. Die haben auch teilweise was drin. Ach, das sind diese anderen Kristalle. Oh, ich wollte den Motor nicht ausmachen. So, wir parken kurz. Die sauge ich natürlich auch kurz ab. Ist zumindest nicht giftig. Das war die Lampe. Ja, Sumpfkoralle und Sumpfeier gibt's, aber wir brauchen Thermokristalle. Hilft alles nicht. Oh, was ist denn da oben? Ist, glaub, nur Deko. Zumindest davon haben wir jetzt ein paar. Und da hinten ist auch nur Deko. Na gut, dann fahren wir mal weiter und halten nach dem Signal Ausschau. Für diese Thermodinger. Fisch? Nee, das war auch ein Auto. Aha. Da hinten vielleicht? Oder ist das eine Tankstelle oder Rucksack? Ich glaube, das ist ein Rucksack. Nein! Wups. Wupsi. Oder war das Rohrpost? Kann natürlich auch sein. Okay, das ist Rohrpost. Komm schon, das kann doch nicht wahr sein, dass wir das nicht finden.
geht halt auch auf die Energie. Jedes Mal scannen kostet. So, wir fahren jetzt Richtung Wegpunkt. Dann sammeln, ja, können die Energie einsammeln. Wir können hier echt kein Portal machen. Wir müssen dann nochmal weiterfahren. Okay, das kriegt man auch noch hin. Da sind nochmal Sumpfkorallen, aber... Ach, sind doch hier praktisch in der Nähe. Staubsauger muss auch was zu tun kriegen. Zählt ja überhaupt nicht. Jetzt die ersten. Inventar voll, scheiße. Nee, tun wir mal rein. Boah, alles, was keine Miete zahlt. So, Staubsauger ist gleich hinüber. Komisch. Komisch, dass es teilweise nicht einsaugt. Na gut, weiter geht's. Hilft ja alles nix. Ich fress mal wieder ein Medizinkit. Ich glaube, mein Auto stand etwas falsch. Ist hier eigentlich eine Reparaturstation? Gar nicht geschaut. Tankstelle. Und nö. Sieht tatsächlich nicht danach aus. Mist. Naja, auf zum Wegpunkt. Da sind die Kristalle. So sehen die, glaub, aus. Oder ist... Nee, das ist Benzin. Scheiße. Ich dachte, weil die so auch so ein chemisches... Das ist nur ein Benzinfass. Zumindest würde es mich wundern, wenn es... Ja, Benzinfass. Naja, entdeckt mal zumindest auch was. Vorsichtig. Auto hat schon genug gelitten unter mir heute. So viele Icons. Na, nicht das, was wir suchen. Leider nicht das, was wir suchen. Na, wir holen uns die Energie auf jeden Fall von da oben. Sehen wir ja schon, wo sie rausschießt. Boah. Ganz schön holprig. Wieso ist mein Marker eigentlich so weit daneben? Dachte, ich hätte getroffen. Vielleicht gibt es hier auch zwei. Nee, sieht nicht so aus. Na gut. Au. Ich muss tanken? Was ist denn mit meinem Sprit passiert? Das ist jetzt nicht gut. Ah, die Säure sorgt dafür, dass ich auch Benzin fallen lasse. Das ist natürlich richtig scheiße. Ah, da war ja was. Okay. Keine weiteren Fragen. Haben wahrscheinlich so Dummies angetrieben. Nein, lass mich noch einsteigen. Komm, fahr! Da ist auch so ein böses Ding. Das braucht man nicht. Alter, keine Kristalle. Da würde ich nach der Folge wahrscheinlich selber auf die Suche gehen, damit wir in der Story endlich weiterkommen. Da muss ich euch nicht auf das x-te Farming-Abenteuer mitnehmen, sondern ich sorge dafür, dass die Ressourcen da sind und dann geht es endlich weiter. Würde ich mich zumindest auch drüber freuen. Können ja hier nicht ewig mir beim Versagen zuschauen. Dafür gibt es noch andere Spiele. Und Pacific Drive muss dann auch mal Richtung Ende kommen, deswegen schaue ich mal, dass die Let's Play-Folgen ein bisschen kompakter sind, also nicht von der Länge, sondern von dem, was man da reinbekommt. Weil die x-te hier erfolglose Jagd müsst ihr ja auch nicht mitbekommen. Oh nee. Oh nee, ich hasse diese Teile. Da wäre eigentlich ein guter LKW gewesen, aber schnell weg von dem Ding. Ja, Radio kann auch mal wieder die Schnauze halten. Also Benzin ja. Rest nein. Das ist schlecht.
So, nächste auf jeden Fall nach links. Zumindest der Ressourcenscanner ist echt ganz praktisch. Ich glaube damit, wenn man die richtige Zone hat, wird es einem da schon... Nein! Ach, ihr klebrigen Kumpel, ihr nehmt bestimmt meine Heckstuhlstange mit, das ist nur nervig. Mach mir in Ruhe und dann gibt's so viel von euch. Sind da Kristalle? Nee, das ist Blei. Okay. Da gibt's nochmal, glaub's, Sumpfdinger. Was die bringen, weiß ich aber auch nicht. Und Zone schließt sich gleich. Naja, wir sind ja praktisch am Ausgang, aber haben nichts gefunden von wegen Thermosep-Kristall. Das ist echt bitter. Oh nee. Und Benzinwarnung gibt's auch schon. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall raus in der nächsten Zone. Unser Auto hält nicht mehr viel Schabernack aus. Hält's einfach nicht aus. So, wo sind wir? Da. Okay, dann dran vorbei. Obwohl in diesen heißen Teilen, deswegen habe ich es ja ausgewählt, gibt es vielleicht diese Thermodinger. Wir waren ja jetzt eher im sumpfigen Gebiet. Vielleicht probieren wir es ja doch. Energie sollten wir auf jeden Fall genug haben. Ja, Energie gibt es hier auch nochmal. Scheibenwischer aus. Reparieren wir was hier, komm. Wir reparieren was und wir tanken nochmal. Und wir brauchen eine Tankstelle. Sonst müssen wir echt absaugen. Also heute ist schlecht mit tanken. Heute ist wirklich schlecht. So, das nehmen wir natürlich mit. Mal wenigstens hier. Ach, ich mag das Reparatursystem. Das ist echt cool. Dass es so schnell kaputt geht, ist weniger cool und so viel Ressourcen frisst. Aha. Ein Geräusch. Ich mag Geräusche doch so sehr. So, die kann kaputt gehen. Die auch. Die passt auch. Wir können ja nicht alles hier verballern, nur für unwertvolle Ressourcen. Wir schauen jetzt, ob wir was finden. Vor allem Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. Tankstelle habe ich keine. Ah, wir haben hier einen Ressourcenscanner. Ah, Benzin in Massen, das ist gut. Und da haben wir doch Thermodinger. Das sieht richtig aus. Erstmal fahren wir natürlich das Benzin an. Also, wir fahren es nicht an, aber wir saugen es ab. So, Auto kommt aus. Aus, aus. Benzinkanister, nehmen wir den kleinen. Na komm schon. Oh. Habe ich den nicht mehr? Ah, den habe ich hier. Was ist dem nicht? Das klappt zumindest. So, Tankdeckel. Shit, das war nicht viel. Na egal, aber so können wir uns zumindest durchhangeln. Und wo war das? Da vorne. Oh, hätte ich gar nicht scannen brauchen. Achso, Motor ist nicht an. Das spart auf jeden Fall Benzin. Da gibt es ganz viele Benzinfässer. Da gibt es komische Bäume. Vielleicht gibt es da die Baumbonbons. Also das ist mir hier jedes auf jeden Fall lieber als die Sumpfgebiete. So, das muss man mit dem Hammer machen. Hammer, Hammer. Und her mit euch. So, 30 Stück braucht man. Das reicht natürlich noch nicht. Wir wissen ja, in welchem Gebiet das jetzt liegt. Das ist wunderbar. Ja, können wir. Warum nicht? Säurehäschen! Rülpsende Häschen! Scan! Hab ich. Okay. Oh, das muss natürlich sein. Ich wollte doch gerade schauen, was da im Auto ist. Wieder weg mit euch. So, Auto geht's gut, mir geht's im Mittel. Wir schauen mal hier rein. Boah, das hat sich nicht gelohnt.
Werf mal vielleicht noch eine Fackel auf die Scheißhäschen. Ja, zumindest haben wir sie gescannt. Ist ja auch schon was wert. Ich weiß zwar nicht was, aber... So. Scanner. Benzinfässer. Achso, ich wollte zu den Bäumen da hinten. Das machen wir. Da unten. Gibt's auch noch ein bisschen Benzin für uns. Brauchen wir eh. Und die Baumbonbons sind ganz wichtig für Carbonglasfaser. Brauchen wir auch einige Sachen mit. Gut, hier ist dreimal Benzin. Das wird sich ja schon anbieten. Boah, auf der 1 absaugen. Zumindest geht das hier schön schnell. Und das ist noch nicht gescannt, okay. Wo ist denn Andres? Der hat mir doch 3 versprochen. Oder die dreifache Menge. Vielleicht die dreifache Menge. Wer weiß es schon. So. Ein bisschen mehr als ein halber Tank. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, hier mit den Baumbonbons. Hier. Hier ist irgendwas. Ah, definitiv noch nicht gehabt. Sonderbare Glut. Was soll ich dir absaugen? So viele gibt es. Und ich wünschte, ich hätte einen neuen Harzkompressor auch. Wurde mir gar nicht angezeigt. Oh shit. Hä? Ich hammer den doch weg. Okay. Der klappt nicht. Scheiße. Hier, da ist noch ein praller Baum. So, Baumbonbons sieht gut aus. Das ist scheiße, dass wir den... Ich glaube, der Hammer ist zu schwach für das. Obwohl, da steht Impulshammer. Keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen buggy, die Ressource. Schade. Da sind noch mehr Baumbonbons. Kaum Thermosaftkristalle. Benzin hätten wir noch ein bisschen. Nein. Au. Muss das denn sein? Nee, muss nicht sein, aber ich fahre halt so scheiße. Dann ist es halt so. So. Wir können natürlich gleich schauen, ob wir einen neuen Staubsauger machen können. Ich bezweifle es tatsächlich. Ja, kann man nicht machen. Wo haben wir ihn? Hier oben Handstaubsauger. Braucht Gaskartusche. So, ein Pech. So, ich glaube, der ist schon komplett abgeerntet. Da oben ist wieder so ein komischer Hüpfball. Und das war garantiert auch noch nicht gescannt. Glaube ich zumindest. Nein, ich bin im Gestrüpp gefangen. Lass mich raus. Na gut, dann den umständlich langen Weg zurück. So, dann Batterie geht gerade noch so. Portale haben wir in der Nähe. Gaskartuschen könnte man theoretisch finden. Aber mir geht es jetzt erstmal um... Wann das? Müssen wir scannen. Wenn es neu ist, müssen wir scannen. Hallo? Kollege? Also da rausgehüpft. Vorwärts. Shit, gibt echt nicht so viel Kristalle hier. Wir fahren mal trotzdem weiter geradeaus. Da oben gibt es den nächsten Satz. Viel, viel besser als der Sumpf. Wieso bin ich so auf den Sumpf gegangen? Bringt doch gar nichts. Na, das Sumpfeier hat man halt auch gebraucht. Shit, nicht schon wieder die Häschen. Bin ich nur im Kreis gefahren? Es kann natürlich sein, dass ich genau die Ressource schon habe. Ich glaube, ich bin im Kreis gefahren. Das ist wieder Anfang der Brücke. Shit. Und das geht natürlich aufs Benzin. Und auf die Gesundheit. Geh weg.
Mist. Das ist einfach Mist, ist das. Aha. Könnt ihr euch also auch auf mein Auto teleportieren? Ich brauche ein Hilfe-Item. Ich brauche ein Hilfe-Item. Dafür haben sie. So, Stapeln, komm rein. Das kann ich während der Fahrt machen. Das ist doch schön, dass ich das kann. So, das kommt aus. Dann fahren wir mal über die Brücke. Oh nee, da kommen wir zu dem Gummihüpfball. Unser Auto ist wieder eingeschränkt verfügbar. Ich würde sagen, dann gehen wir demnächst raus. Die Kumpelblase, da würde ich noch scannen. Achso, mit C. Schimmel irgendwas. Schimmelbonbon. Wo gehen wir denn am besten hin? Ich wäre natürlich gern da raus. Die aber eine Straße rechts gebraucht. Dann fahren wir hier runter. Will eh nicht attackiert werden. Außer von Höhen natürlich. Wir haben die Straße gefunden. Diesmal ohne großartige Probleme. Nur kleinartige Probleme. Oh Mann. Ah, da ist definitiv noch eins. Shit, aber hier sind auch wieder die Häschen. Da gibt es sogar zwei. Die braucht man leider. Ohne das geht nichts. Ja, Säurehäschen, ich weiß. Ihr mögt das hier Unfrieden zu stiften. Ich brauche die ganz dringend. Komm schon, Impuls haben wir und dann weg hier. Komm schon, das dürfte sogar vielleicht reichen. Wir brauchen 28. Insgesamt, wenn wir das noch kaputt machen, vorausgesetzt wir kommen hier raus. Mit dem Sprit sieht es jetzt garantiert nicht mehr so gut aus. Ein bisschen was haben wir, glaube ich, noch in dem Kanister. Ne, der ist komplett leer, das ist scheiße. Na, geht noch mit dem Sprit. Vorwärts. Batterie sieht übel aus, aber das heißt, wir können nicht mehr so oft scannen. Gleich noch ein bisschen. Wir müssen hier nach links. Benzin da, Benzin da, Benzin da. Was auch immer da oben. Irgendein Truck. Bäume, Benzin. Also daran wird es nicht scheitern. Wir fahren trotzdem mal erstmal weiter. In der Hoffnung, dass wir noch so ein Thermoding-Kristall finden. Da auf jeden Fall nicht. So, und ich hätte natürlich gern das Portal direkt vor uns. Sieht dann schlecht aus mit Ressourcen. Also noch können wir das Portal ansteuern. Weil so viel hält man nicht aus. So viel Sprit haben wir nicht. Wird hier noch einmal scannen und wir können das Portal schon nicht aktivieren. Nee. Sieht leider nicht so aus. Dann fahren wir ein paar Meter zurück und öffnen. Und dann fahren wir raus hier. Wir haben schon ein paar gesammelt, das muss reichen. Obwohl, solange sich die Zone nicht schließt. Ich meine, wir könnten die Straße dann auch zurückfahren. Machen wir dann vielleicht auch. Achso, mit dem Benzin ist das tragisch. Mit dem Auto auch. Obwohl, der Sturm kommt hierher. Nee, nee. Nicht greedy sein, wir gehen raus. Ich sagte ja, ich hole die Ressourcen, wenn dann außerhalb der Folge nach, dass wir nächstes Mal definitiv mit der Hauptstory weitermachen können. Oh, nicht schon wieder Hasen. Nicht schon wieder Hasen. Fuck. Alter, mit dem Sturm dreht hier ja alles durch. So. Muss kurz aussteigen. Scheiße. Ich hasse rülpsende Häschen. Die können gar nicht rülpsen. So. Jetzt aber. Raus mit uns. Raus mit uns. Mopsgeschwindigkeit. Schauen. Bisschen abseits der Straße und gib ihm.
Sieht zumindest schon mal ein bisschen besser wieder aus. Ui, Scheibenwischer brauchen wir nicht, kostet nur unnötig Energie. Einmal können wir ja noch scannen. Da gibt's 3 Stück. Scheiße! Kriegt man noch. Das reicht dann definitiv. Eins. Zwei. Oh, wäre das schön, wenn wir das rauskriegen. Nein. Alles von Hand jetzt aufsammeln. Falscher Moment, Staubsauger. Ich bin ein bisschen panisch. Wo ist mein Auto? Da. Upsi. Ich glaube, ich habe auch ein paar liegen lassen. Das ist in Ordnung. Wir haben unser Möglichstes getan. So ungefähr. Ja, ja. Sturm zieht sich immer überdramatisch zusammen. Boah, dass wir ausgerechnet da noch 3 finden. Hätte ich auch nicht gedacht. Na, ist ja nicht schlecht. Da muss ich hier aber schon rumgurken. Hui. Irgendwie an einem Stück. Irgendwie. Und jetzt lädt so lange. Warum denn das? Okay. Ah, bisschen Energie haben wir auch mitgenommen. So, her mit dem Lebensschild. Fan of my gateway theory. I can't imagine why. It's just shooting things up into the Acelestium back. No big deal. Aha. Wieso mache ich hier eigentlich nochmal den ganzen Scheiß? So. Ist echt eine gute Frage. So, einmal voll. Einmal voll. Und einmal voll. Bevor wir es vergessen, das ist es mir jetzt wert. So viel Sprit verbraucht heute. So. Der kommt wieder da rein. Das müssen wir alles reparieren. Das mache ich wieder abseits der Folge. Kofferraumglibber. Wieso habe ich Kofferraumglibber? Okay. Ja gut, haben wir Kofferraumglibber. Wer kennt's nicht? So, Lim. Limschild. Komm schon. Komm schon. Ja, wir brauchen nur 2 Leiterplatten noch. Und guck mal, 50 haben wir mitgenommen. So, das installieren wir jetzt noch irgendwo. Wohin? Muss das irgendwo hin? Limschild. Lege Gegenstände für die Fahrt in den Kofferraum. Das muss ich in den Kofferraum legen. Warum? Erreiche den... Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende von dieser Episode angekommen. Nächstes Mal geht's mit der Hauptstory weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.